Meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, also die Betrachtungsweise ist ja immer unterschiedlich, deshalb auch von mir jetzt nochmal einen kleinen Beitrag. Mindestens die Abgeordneten, die die Initiative von Berlin summt, die ja hier auch schon angesprochen worden ist, in den letzten Jahren verfolgt haben und möglicherweise auch das Gespräch mit den Mitgliedern dieser Initiative an den Bienenkisten auf dem Dach dieses Hauses geführt haben, kennen die Probleme der Bienen und ihren Lebensräumen in unserer Stadt. Und wir wissen, diese Probleme stehen exemplarisch für alle Insekten, deren Bestäubungsleistung wir gern und kostenfrei entgegennehmen. Meine Damen und Herren, auch wenn es die Koalition anders sieht, es lohnt sich auch aus sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Sicht, die im Antrag angeführten Punkte in Berlin ernsthafter zu verfolgen. Wenn es also darum geht, die Lebensräume und Futterangebote für Bienen zu verbessern, dann steht dem die weit raumgreifende, pflegeleicht und von Menschen übergenutzte Fläche entgegen. Oft sind sie versiegelt. Genauso steht es dem entgegen, wie die Vielzahl exotischer Zierpflanzen oder monotone Bepflanzungen in Parks und Grünanlagen. Neue Entwicklungsgebiete fallen uns schnell ein, die insektenfreundlich überdacht werden sollten. Bei der Neugestaltung des kleinen Tiergartens lief ja gerade eine neue Initiative. Die Bebauung und Versiegelung des Tempelhofer Feldes, wenn es denn so kommt, wie der Masterplan es will, oder auch die Bebauung in Lichterfelde Süd, werden weniger Raum lassen. Überdacht werden soll natürlich auch der Alexanderplatz. Da gehört unbedingt mehr Grün rein, der dann was für die Insekten und die Bienen bietet. Auch das sich durch die Stadt ziehende sogenannte straßenbegleitende Grün und nach vernachlässigter Pflege neu zu gestaltende Stadtplätze werden immer noch viel zu oft förmlich zubetoniert und besenfreundlich und nicht bienenfreundlich gestaltet. Es lohnt sich daher durchaus, sich mit dem weltweiten Thema Bienensterben zu beschäftigen und lokale Gegenstrategien zu entwickeln, ohne die natürliche Anpassungsstrategie der Insekten durch Klimawandelfolgen zu beeinflussen. Dabei wird schnell klar, dass die heute noch über 560 Bienenarten, also es geht nicht nur um die Honigbiene, in Deutschland eine biologische Vielfalt darstellen, die nicht zuletzt zu erhalten sind, weil wir eine Vielzahl von Pflanzen erhalten wollen, die sich in Symbiose mit Insekten über Millionen von Jahren entwickelt haben und auch weiterhin auf Fremdbestäubung setzen. Der dritte Punkt des Antrags beschreibt Aspekte der Umweltbildung und Informationskampagne. Für viele Berlinerinnen und Berliner sind diese auch wichtig. Natürlich erfolgen sie heute schon in Zusammenarbeit mit ehrenamtlich tätigen Imkervereinen. Diese Vereine und weitere Institutionen ziehen heute mit Bienenkisten und Bienenkoffern durch die Stadt. Und so erreichen sie Berlinerinnen und Berliner, die diese Informationen aufsaugen wie Bienen die Nektar. Diese guten Taten könnten für mehr Breitenwirkung und Nachhaltigkeit mehr integrierte Taten aus mindestens den Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, Umwelt und Bildung, aber auch für Soziales, als Unterstützung gebrauchen, die ganz sicher auch in den Rahmen der totgesagten Berliner Lokaler Agenda 21 Beispiel geben für andere Städte passen könnten. Deshalb also unterstützen wir den Antrag heute erneut, so wie im Ausschuss, und wünschen allen bienenfreundlichen Projekten nicht nur am langen Tag der Stadtnatur, wo sich viele Politiker und an unterschiedlichen Orten treffen können, in diesem Jahr auch am 14. und 15. Juni weiterhin viel Erfolg.